lecker aus. Komm her und lass mich mal lecken. Steig ein. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen habe. In aller Ruhe um. Muss ein Scav sein, sonst zieht sich niemand so an. Vor kurzem bestellt. Gewöhnliche Kiste. Decker Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Eine Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Electric Corp Logo auf den Overalls. Dieses Zünd-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm, Backeslice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht ein Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backeslice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Backeslice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backeslice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Bei dem
verheerenden Einsatz. Okay, auf geht's. Dann mal los. Im Militech-Arasaka-Konflikt Anfang der frühen 2020er Jahre wurde das Leben in und um die Megastadt komplett ausgelöscht. Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenwirte, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. ...zu einer beträchtlichen Bedrohung werden könnten. Arasaka Corp wäscht ihre Hände in Unschuld. Sie sieht die alleinige Schuld für die ökologische und technische Krise bei Militech, weil sie die Bomben abgeworfen haben. NUSA-Präsidentin Rosalind Myers verweigert die Stellungnahme. Unterdessen in Europa. Die Regierung Padanins befindet sich erneut in einer Kampagne gegen illegale Ausgrabungen und Plünderungen in Venedig. 4 Plünderer und 7 Karabinieri wurden bei den jüngsten Auseinandersetzungen getötet. Die in der Adria versunkene Stadt birgt noch immer viele Jahrhunderte alte und sehr wertvolle Kunstwerke. Die große Nachfrage von Sammlern hat die Plünderungen angestachelt. Offiziell wird geschätzt, dass der Gesamtwert der venezianischen Skulpturen und der Juwelen, die auf Schwarzmärkten verkauft werden, etwa einem Drittel des padanischen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Die meisten der gestohlenen Werke landen bei Sammlern in privaten Orbitalstationen, was Rückforderungen fast unmöglich macht. Weiter westlich ist die Schweiz offiziell die erste Nation, die bis 2080 ein vollautomatisiertes Militär aufbauen will. 90% der Streitkräfte bestehen bereits jetzt aus Lobos, Drohnen und automatisierten Fahrzeugen. Das Offizierkorps macht die restlichen 10% aus. Die Schweiz baut ihr aktuelles Offizierkorps nach und nach ab und beginnt mit der Implementierung des automatisierten Kommandosystems CVS-AZ. In der offiziellen Pressemitteilung der Regierung heißt es, die Schweiz kann endlich ihr Ziel kompletter Neutralität erreichen. CVS-PAZEM wird unsere Grenzen sichern, aber die Schweiz wird niemals als Aggressor auftreten. Das war's für jetzt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Und da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Hab Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Aufhören!
Bitte um die Hilfe, Polizei! Den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Komm doch, wenn du es noch hast! Einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Hey, ich bin dir nicht böse. Komm schon raus. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie fest. Hörst du das? Dieses Hemd. Das kenne ich. Evelyns? Ja, ohne Zweifel. Ich habe nicht genug Methionin für dich.
die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? In den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. Deine Entscheidung, aber trödel nicht. Hab seine Bude gesehen. Deshalb. Er ist der Boss, weil jede Furze für einen scheiß Lohn für ihn arbeitet. Furzen wie du. Früher waren Furzen einfach nur Furzen. Jetzt sind wir diejenigen, die das sagen. Hey, wie wär's, wenn wir aufhören zu verlieren und zur Abwechslung mal gewinnen? Ich höre. Du und ich, wir laden die Kisten in meine alte Karre und machen uns davon. In dem Augenblick, oder? Damit kommen wir gerade mal zur nächsten Kreuzung, in die uns rauszerrt. Vorsicht, die haben was gehört. Sonst sehen sie uns.
erledige dich schnell. Nein! Das war doch nicht sein scheiß Herz! Arschlöcher. Oh, das war's. Wir haben es geschafft. Jetzt ab in den Korridor. Tja. Echt jetzt? Wie ist denn das?